Servus und herzlich willkommen zurück zu Rundflug. Ja, bevor wir anfangen, möchte ich mich erst einmal für das ausgesprochen positive Feedback unter meinem letzten Video bedanken. Es ist immer wieder schön zu sehen, dass ihr hier wertschätzt, was ich mache. Und das war auch jetzt wieder mal ein Video, das mir relativ viele neue Abonnenten eingebracht hat. Deswegen erstmal an alle Neuen. Schön, dass ihr da seid. Freut mich. Bleibt gerne hier und hinterlasst weiter fleißig eure Kommentare. Ich lese sie mir wie immer alle durch und umso schöner ist es natürlich, wenn sich dann in den Kommentaren teilweise Diskussionen oder Ähnliches entwickeln und bis jetzt läuft ja auch alles wunderbar zivilisiert ab. Also das kann gerne so bleiben und wir können in diesem Sinne auch wohlgemut der Zukunft entgegenschreiten. Als Community muss ich sagen, gefällt mir das schon sehr, sehr gut, was sich da entwickelt. Gut, also so viel zu euch und dem Lob an euch. Wir fangen jetzt erst einmal an und ja, was soll ich sagen? Wir haben ja immer wieder mal so Zyklen, die sich so im politischen YouTube alle Jahre wieder abspielen, die man beobachten kann. Da gibt's dann zum Beispiel immer wieder mal Videos zum Gender Pay Gap. Ja, also da wird dann immer wieder eben der Mythos der Ungleichbezahlung aufgrund des Geschlechts neu belebt, gerade von den regressiven linken YouTubern. Dann gäbe es immer wieder in der Faschingszeit die sogenannten Videos zum Shaming von irgendwelchen Minderheiten durch rassistische Karnevalskostüme. Also es ist teilweise dann wirklich sehr, sehr lustig, sich das anzugucken. Ne? Das ist alle Jahre wieder, das kann man so verfolgen. Und ein weiterer Zyklus, der sich da immer wieder beobachten lässt, ist der Themenbereich des sogenannten Fat-Shaming. Ja? Also Fat-Shaming, falls euch das jetzt gar nichts sagt, ist im Grunde ja die Beleidigung oder Abwertung von Menschen aufgrund ihres Übergewichts, könnte man sagen. Also ihr kennt das ja vielleicht, ne? So fette Menschen werden ja vielleicht auch mal in der U-Bahn oder sonst irgendwo ein bisschen schräg angeguckt, gerade wenn sie wirklich sehr dick und fettleibig sind. So, das ist jetzt zwar nicht unbedingt schön, aber ja, wie immer halt, ne, Ungewöhnliches zieht halt Blicke auf sich und wenn du 1,50 groß bist und 140 Kilo wiegst, dann ziehst du halt Blicke auf dich, ist völlig normal. Aber wir wissen ja auch, das Ganze ist im Internet nicht recht viel anders. Ne? Also auch wenn vielleicht im Bus oder in der Bahn die Leute nichts sagen, sondern sich nur einen Teil denken, ist das im Internet eben was anderes, wo dann die Leute teilweise auch unverblümt ihre Meinung sagen. Und das ist offenbar ein ganz großes gesellschaftliches Problem, denn Deutschland 3000 unter dem Kommando von Eva Schulz hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich diesem Thema zu widmen. Und wir sehen jetzt hier also Fat-Shaming im Netz. So reagieren dicke Menschen. Ja, da kann man jetzt ganz gespannt drauf sein. Lesen wir uns kurz die Videobeschreibung durch. Hässlich, ungepflegt und undiszipliniert. Beleidigungen wie diese müssen sich übergewichtige Menschen jeden Tag anhören. Was das mit ihnen macht und warum ihr Gewicht niemanden etwas angeht? Bei Deutschland 3000 reagieren 4 Betroffene auf Fat-Shaming im Netz. Ja gut, den Rest hier kennen wir noch hier, du willst mehr wissen, warum Fat-Shaming krank machen kann, bla bla blub, Ausgrenzung ist doof, bla bla bla. Ich blende es jetzt hier der Vollständigkeit halber ein, ich habe keinen Bock, das alles vorzulesen. Ja, was soll man sagen? Ja, hässlich, ungepflegt und undiszipliniert. Naja, ich möchte jetzt gar nicht so viel dazu sagen, denn wir sollten jetzt erst einmal abwarten, was unsere 4 Protagonisten in diesem Video zu sagen haben. Das Video geht etwas über 4 Minuten, das heißt, das Video heute wird nicht ganz so lang, aber ich werde in gewohnter Manier einfach dann immer wieder Stopp machen und meinen Senf dazu abgeben. In dem Sinne würde ich sagen, lehnt euch zurück, genießt das Entertainment, wir legen los, auf geht's, Film ab! Dicke Menschen sind permanent am Fressen. Ungepflegt, undiszipliniert, unsportlich. Und stinken. Das hat mit kurvig absolut nichts mehr zu tun. Es ist einfach übergewichtig und fett. Überall rennen sie schwabbelig und stolz drauf durch die Gegend. Ab der 4. Klasse bis zur 9. Klasse habe ich mir permanent gewünscht, anders auszusehen. Das waren dann auch Tage, wo ich so verzweifelt war, dass ich mir am liebsten irgendwie das Fett abgeschnitten hätte. Oh Mann, liebe Gesine, du rührst mich ja zu Tränen mit deiner Story. Aber frag dich doch mal, warum du so verzweifelt warst, dass du dir am liebsten das Fett vom Bauch geschnitten hättest, hm? Liegt es nicht vielleicht daran, dass so zwischen der 4. und 9. Klasse Mädchen in die Pubertät kommen und sie einfach schön sein möchten? Sich ausprobieren, das sind dann so die Tage, wo dann Mädchen einfach mit viel zu viel Schminke in der Fresse in die Schule kommen, um die Jungs zu beeindrucken, wo sie neue Kleidung ausprobieren, wo sie einfach sich mal im Frausein ausprobieren möchten. Ich meine, ich bin jetzt kein Mädchen, ich kann das vielleicht nur begrenzt nachvollziehen, aber ich weiß ja, wie die Mädels in dem Alter bei uns an der Schule rumgelaufen sind. Ja, das ist doch vollkommen klar, dass die einem Schönheitsideal nacheifern und sich möglichst schön anziehen oder schön schminken oder schön darstellen möchten. Und wenn du da natürlich aussiehst wie ein Walross, dann ist das einfach schlecht.
das ist doch nicht mal böse gemeint von den anderen. Es ist nun mal so, dass wir gewisse Schönheitsnormen haben und die orientieren sich einfach großteils darauf, dass eine Person möglichst gesund aussieht. Ich kann dir sagen, wenn du 1,80 groß bist und 40 Kilo wiegst, dann wirst du auch nicht schön sein, denn dann bist du krass untergewichtig. Es ist nun mal so, dass sowohl krasses Über- wie krasses Untergewicht extreme Aufmerksamkeit in negativem Sinne hervorruft. Und zwar nicht unbedingt, weil dich die Leute deswegen nicht leiden können, sondern weil sie instinktiv spüren, dass du dir damit nichts Gutes tust. Ich möchte jetzt schon einen Vortrag halten. Wir haben jetzt gerade mal nicht eine halbe Minute des Ganzen hier uns angeschaut. Also wirklich, wie gesagt, das ist heute kein tiefenergreifendes Thema, aber wir kommen jetzt nachher dann noch zum inhaltlichen Kern und da wird's dann richtig, richtig heftig. Aber machen wir jetzt einfach mal weiter und schauen, was die weiteren Minuten dieses Videos bringen. Also, auf geht's. Fangen wir mal ganz klein an bei Disney zum Beispiel. Ich kenne keine dicke Prinzessin. Also war der Schluss, den ich schon als Kind gefühlt habe, dass Dating und Liebe eher was für Dünne ist. Ich dachte auch mit zarten 14 Jahren, dass ich nie irgendwen kennenlernen werde, weil ich halt einfach dick bin und dicke Menschen liebt ja keiner. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich ständig wohlfühle. Zum Beispiel würde ich nicht einfach so stolz ins Schwimmbad gehen, wenn ich nicht muss. Siehste, da machte Adrian den Punkt am Ende sogar nochmal für mich. Natürlich fühlt er sich nicht wohl. Wie sich im Übrigen wahrscheinlich die wenigsten mit Übergewicht in ihrem Körper wohlfühlen. Die meisten, die auf Nachfrage dann sagen, ach, ich fühle mich in meinem Körper aber wohl, die lügen euch in der Situation einfach an. Oder in erster Linie lügen sie sich selber an. Denn ja klar, solange du nur sitzt oder stehst oder lehnst, ist es klar, da kann man schon sagen, ja, man fühlt sich in seinem Körper wohl. Aber sobald es dann in die Phase des Tages geht, wo man sich vielleicht körperlich mal betätigen muss, da zieht dich jedes Kilo bleischwer runter. Und das kann ich als jemand, der im vierten Stock in einem Turm wohnt, sagen, wenn der Strom ausfällt oder wenn der Aufzug aus irgendeinem Grund nicht funktioniert und ich die vier Stockwerke hochrennen muss, dann verfluche ich jedes verdammte Kilo, was ich zu viel auf den Rippen habe, beziehungsweise zu viel auf den Rippen hatte. Ja? Ich bin 1,83 groß und wiege aktuell so zwischen 77 und 78 Kilo, jede Waage sagt was anderes. Ja? Ich habe aber auch schon mal 85 bis 86 Kilo gewogen. Und ich kann euch sagen, die paar Kilos machen schon einen gewaltigen Unterschied. Ja? Und jetzt, das ist jetzt nur etwas, wo man beim BMI sagen würde, das ist so an der Grenze zu Übergewicht oder vielleicht so leichtes Übergewicht wie in meinem Fall, aber das ist jetzt nichts, wo man sagen würde, du bist jetzt wirklich fettleibig, für die muss das ja noch viel schlimmer sein. Ich meine, hey, auch was das Schönheitsideal angeht, das wandelt sich natürlich. Na, also wären diese Leute in der Zeit des Barock auf die Welt gekommen, da wären sie mit dem Gewicht der absolute King, ja, weil das galt damals als erotisch, zu viel auf den Rippen zu haben. Aber das lag halt auch daran, dass sich nur die obersten 1,5 bis 2% der Gesellschaft es überhaupt leisten konnten, sich so viel Speck auf die Rippen zu futtern. Und das ist halt heute keine Leistung mehr. Ja? Die Nahrung ist universell verfügbar und sie ist größtenteils einfach so ungesund, dass es keine Leistung mehr ist, sich so viele Kilos drauf zu fressen. Es tut mir sehr, sehr leid, aber da hat sich die Zeit eben geändert. Und entsprechend hat sich auch das Schönheitsideal geändert. Mittlerweile würde ich sogar wagen zu behaupten, ist es für die meisten Leute eher eine Leistung der Versuchung, von ungesundem Essen zu widerstehen, als tatsächlich einfach nur zu fressen. Ja? Es ist nun mal so, dass sich das geändert hat. Aber wo wollte ich denn eigentlich hin? Ach ja, richtig, genau. Ja, natürlich gibt es keine Prinzessin, die fett ist. Wie gesagt, das ist nichts, was unserem heutigen Schönheitsideal entspricht. Das kann man jetzt ungerecht finden, aber so verhält es sich nun mal. Das hat im Übrigen aber auch dann herzlich wenig auch mit dem Thema Dating oder sonst irgendwas zu tun. Ich sage immer so schön, jeder Topf findet seinen Deckel. Es ist auch so. Ja, ob du jetzt Idealgewicht hast oder nicht, naja, die meisten Leute haben kein Idealgewicht und finden trotzdem einen Partner. Und ganz ehrlich, ich finde immer wieder Paare, wo ich mir denke, wie haben die sich anziehend gefunden? Aber so ist es halt. Da findet wirklich jeder das, was er braucht, wenn man sich nur aufmerksam umsieht. Ja, das Problem von vielen Leuten, die sich zu fett oder zu dünn finden, ist ja eher ihr mangelndes Selbstbewusstsein. Dass sie eben meinen, es will sie keiner und die trauen sich dann nicht auf die Straße. Das ist aber dann ein Problem, das haben die Leute selber. Das ist nichts, was von Seiten der Gesellschaft kommt. Da muss man sich dann ein bisschen Selbstbewusstsein angewöhnen. Das ist einfach eine Sache, die kann einem niemand abnehmen. Das muss man selber aufbringen können, dieses Selbstbewusstsein.
So, aber ich merke schon, ich gehe wieder viel zu sehr auf den Punkt ein, sonst haben wir tatsächlich wieder ein 30-Minuten-Video, wenn ich so weitermache. Also, komm, weiter geht's. Wir haben Burger gegessen und wie dumm man halt so mit 15 ist, postet man das halt auf Facebook. Und einige meiner Mitschüler haben sich gedacht, wir schneiden das Video so, dass es aussieht, als hätte ich zwei Burger in der Hand, legen noch so einen richtig schönen, fetten, beleidigenden Ton drunter. Und das wurde dann in der Schule rumgeschickt. Schön, dass es noch Frauen gibt, die einen Blick in den Spiegel ablehnen und die es ganz offensichtlich vor nichts graust. Aber ein bisschen Rücksicht auf andere, die noch etwas für guten Geschmack übrig haben, wäre nett. Wenn du das nicht schön findest, hast du immer noch die Wahl, woanders hinzugucken. Ich muss aber auch nicht in einer überfüllten S-Bahn, wo es wahrscheinlich gefühlte 40 Grad drin sind, mit einer Jacke sitzen, nur weil sich manche meine Arme nicht angucken können. Liebe Gesine, das ist doch gar nicht der Punkt. Die Leute können sich nicht deine Arme nicht angucken, sondern sie haben allenfalls Angst, dass sie in deinem Achselschweiß ertrinken. Und liebe Jana, wo soll ich denn hingucken, wenn ich dir gegenüber sitze in der U-Bahn? Du brauchst offensichtlich für zwei Leute Platz und ich kann gar nicht an dir vorbeigucken. Du bist einfach zu groß. Deal with it. Wenn du ungewöhnlich fett bist, ziehst du Blicke auf dich. Das kann dir nun mal keiner abnehmen. Das wäre aber das Gleiche, wenn du dich total ungewöhnlich anziehen würdest. Oder wenn du dir einen komischen Frisuren-Topfschnitt machen würdest oder einen Irokesenschnitt. Da würden dich die Leute auch anschauen. Gut, vielleicht in Berlin ein bisschen weniger, weil in der City sind ja komische Gestalten teilweise schon Figuren des Alltags. Aber gut, mal auf den Rest bezogen. Wenn du ungewöhnlich aussiehst, wirst du angestarrt. Und wenn du so fett bist, dass man dich optisch einfach in einer vollen U-Bahn nicht übersehen kann, dann hast du eigentlich einfach ein Problem. Und ich meine, ich verstehe es doch, was den Schweiß angeht. Ich verstehe ja, die Schweißproduktion funktioniert halt nun mal so. Je schwerer du bist, je fetter du bist, desto schneller erhitzt sich der Körper und der Körper versucht sich instinktiv ja damit auch wieder runterzukühlen. Ist doch völlig normal. Und ich teile das doch auch, diese ausgiebige Schweißproduktion. Ganz ehrlich, im Sommer in Wien, wenn es 40 Grad hat, wenn ich in der U-Bahn stehe, die mal wieder keine Klimaanlage hat, ich hasse mein Leben so sehr. Es ist unglaublich. Ich fühle mich dann einfach wie einer vom Afrika-Korps unter dem Kommando von Rommel bei El Alamein, weil mir der Schweiß in Strömen übers Gesicht läuft und ich mir denke, fuck, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Ich komme schon durchgeschwitzt an bei der Uni und habe noch nicht eine Vorlesung besucht, weißt du, und das Ganze irgendwie Deo benutzen und Ding scheint mir da alles nicht zu helfen. Ja, ich schwitze wie ein Schwein, aber ich sag mal so, wenigstens stinkt man dann nicht unbedingt so wahnsinnig. Aber wie das halt bei Leuten so ist, wenn sie so fett sind, dass sie einfach keine Luft unter die jeweiligen Körperteile bekommen, dann stinkt das eben schneller. Ja, und die Leute wissen das. Und wenn sie neben einer fetten Person stehen, wissen sie auch instinktiv, die schwitzt schneller und sie schwitzt vermutlich aufgrund ihrer Masse auch noch mehr. Und ich kann es ja nicht in allen Bereichen nachvollziehen. Ganz ehrlich, ich gehöre nicht zu den Menschen, die immer auf Achselhöhe leben müssen, ja, weil ich dafür zu groß bin. Aber Leute, die vielleicht so zwischen 1,60 und 1,70 groß sind, die verstehen das vielleicht, dass man sich da nicht so gerne neben irgendwelche fetten, transpirierenden Leute in der überfüllten U-Bahn drängt. Ja, das ist doch vollkommen klar. Die Leute meinen es doch nicht böse. Es ist einfach nur so, dass man sich möglichst Stress ersparen möchte. Und nein, es steht mir nicht unbedingt immer frei, woanders hinzugucken. Gerade in der überfüllten U-Bahn steht es mir nicht frei, woanders hinzugucken. Und man kann jetzt sagen, ja, dieser Post, den ihr da eingeblendet habt, der war unhöflich oder der ist vielleicht möglicherweise ein wenig verletzend. Aber ja, da wird im Grunde ausgesprochen, was sich die meisten Leute denken, wenn sie völlig verfettete Menschen sehen. Es ist nun mal nicht ästhetisch. Bei den allermeisten Leuten ist es nicht ästhetisch und das gesteht ihr euch besser auch schnell ein. Und ganz ehrlich, es ist nicht so schwer, etwas gegen sein Übergewicht zu tun. Die meisten Leute brauchen dafür nur ein wenig Selbstdisziplin im Bereich Ernährung und Sport. Das ist das Allerwichtigste, das ist das A und O. Es ist im Grunde eine ganz einfache Rechnung. Wenn du jetzt nicht wirklich krank bist oder so, dann ist das so, wenn du mehr zu dir nimmst, als du verbrauchst, nimmst du zu, andersrum nimmst du ab. Ganz simple Rechnung. Es ist nicht so schwer. Es ist keine Hexerei. Viele Leute haben mal zu viel gewogen und haben sich dann einfach durch ein bisschen Selbstdisziplin wieder auf ein Normalgewicht gebracht. Das kann mir keiner erzählen, dass das so wahnsinnig schwierig ist. Es ist eben oftmals einfach nur der innere Schweinehund, der die Leute in dieser Abhängigkeit hält. Die sagen, ach, ich möchte jetzt aber mal was Süßes oder ach, ich möchte jetzt aber so viel fressen. Ja, da muss man eben auch mal ein bisschen sich zusammenreißen. Aber gut, dazu kommen wir ja gleich noch. Ich nehme schon wieder zu viel vorweg. Ich habe das Ganze ja schon einmal gesehen. Also, weiter geht's.
Auf Instagram habe ich auch schon in Badehose getanzt und habe da gezeigt, wie Kurven sich bewegen lassen. Und das habe ich auch sehr selbstbewusst gemacht. Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber manchmal habe ich halt auch genug Angebote, wo dann manche Menschen denken, ach, wie kann die denn jemanden abbekommen? Dann frage ich mich aber doch, warum du bei dem Video mitmachst, wenn es überhaupt kein Problem ist, fettleibig jemanden abzubekommen. Liebe Gesine, du lügst uns doch hier hoffentlich nicht etwa an, oder? Leistungsfähig zu sein ist nicht genetisch von der Natur vorgegeben, sondern ein Akt der Willensanstrengung und Disziplin. Ich habe ein Pferd, da bin ich dreimal die Woche draußen. Nur weil ich jetzt nicht keine Disziplin in Bezug auf Essen oder Sport habe, heißt das auch nicht, dass ich keine Disziplin in anderen Bereichen des Lebens habe. Uff, mein Beileid für das Pferd an dieser Stelle. Aber ja, liebe Maria, natürlich muss es nicht so sein, dass wenn du keine Disziplin im Bereich Sport und Ernährung hast, du auch in anderen Bereichen keine Disziplin mitbringen kannst. Aber ich würde die Wahrscheinlichkeit dafür, dass du auch in anderen Bereichen keine Disziplin aufbringen kannst, als relativ hoch beanschlagen. Warum? Es muss doch einen Grund geben, dass die meisten erfolgreichen Geschäftsleute zum Beispiel nicht fettleibig sind, dass die meisten erfolgreichen Schauspieler nicht fettleibig sind, dass die meisten erfolgreichen Politiker nicht fettleibig sind. Diese Leute bringen alle irgendwo ein gewisses Maß an Selbstdisziplin mit, das sie dazu befähigt, ihre Arbeit konsequent auszuführen. Ja, und wenn man das schon bei so verhältnismäßig unkomplizierten Themen wie Ernährung und Sport nicht hinbekommt, ist es unwahrscheinlich, dass man das in anderen Bereichen hinbekommt. Ich meine, der Kommentar von diesem Ludwig Wölk heißt ja hier, leistungsfähig zu sein ist nicht genetisch von der Natur vorgegeben. Das ist richtig. Ja? Natürlich hat der eine vielleicht ein bisschen bessere genetische Veranlagung als der andere. Was weiß ich, kann schneller laufen, einfach hat bessere Gene mitbekommen. Oder es gibt auch Leute, die höher springen können als andere. Ja, da gibt es vielleicht kleinere Vorsprünge. Aber es bringt dir nichts, wenn du gutes genetisches Material hast, wenn du nicht durch Leistung und Disziplin alles da rausholst. Ja? Du hast Talente, aber wenn du diese Talente nicht mit Eigenleistung und eigenem eisernen Willen schärfst, wirst du nicht in der Lage sein, diese Talente auch zum Glänzen zu bringen, ja, dass du auch was damit anfangen kannst. Aber ich will jetzt hier auch nicht schon wieder einen Vortrag halten, aber ich konnte das jetzt an dieser Stelle nicht unkommentiert stehen lassen. Komm, machen wir mal weiter. Ich habe vor kurzem ein Bild gepostet, wo ich auf meinem Pferd sitze. Da hat dann jemand drunter kommentiert, das arme Pferd. Wenn ich in einen Aufzug reingehe und da steht 300 Kilo für 4 oder 5 Personen, dann denke ich mir so, mit 2 Personen von mir ist das Ding voll. Wenn ich zum Beispiel in ein Café gehe, da gibt es verschiedene Stühle. Manche haben zum Beispiel Lehnen an der Seite. Ich sehe von vornherein, okay, mit meinen Hintern komme ich da nicht rein. Man merkt an manchen Ecken einfach, dass man nicht in der Norm ist. Na also, wozu jetzt das Video? Ihr merkt es doch selber, dass ihr nicht in der Norm seid und dass ihr im Alltag auch stellenweise benachteiligt seid. Oder was heißt benachteiligt? Die Sitzflächen sind einfach nicht für die Breite eurer Ärsche gemacht. Ja, so ist es nun mal. Und ich finde es aber übrigens sehr interessant, 300 Kilo durch 5, das wären ja 60. Ich weiß nicht, vor wie vielen Jahrzehnten man noch mit dem Durchschnittsmenschen 60 Kilogramm gelernt hat. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, in der Schule haben wir beim Durchschnittsmenschen, soweit ich weiß, noch 70 Kilogramm gehabt. Wahrscheinlich müsste man das mittlerweile auf ungefähr 80 Kilo anpassen, aber das nur so am Rande. Ihr merkt doch selber, dass ihr euch durch euer Gewicht, durch eure schiere Masse einschränkt. Dann tut etwas dagegen. Nicht nur, dass ihr dadurch ästhetischer ausseht, wenn ihr abnehmt. Nein, ihr tut auch noch was für die eigene Gesundheit. Für mich persönlich sind Dicke weder attraktiv noch ansprechend, belasten unnütz die Krankenkassen mit selbstvermeidbaren Krankheiten. Alle denken, dass die Dicken schuld daran sind, dass es den Krankenkassen und dem Sozialstaat schlecht geht. Reden wir aber mal bitte über Verkehrsunfälle, über Raucher, Drogenkranke. Nein, wir reden jetzt ausnahmsweise mal nicht über etwas völlig anderes, Irrelevantes, sondern wir bleiben mal beim Thema. Wir gucken uns jetzt mal kurz die Gruppe der Menschen an, die Adipositas haben. Was begünstigt das Ganze? Es begünstigt Arteriosklerose, Bluthochdruck, einen erhöhten Cholesterinspiegel, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Diabetes mellitus Typ 2. Starkes Übergewicht bzw. Adipositas ist ein Risikofaktor für Stoffwechselerkrankungen, Arteriosklerose, in weiterer Folge Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das sind alles Dinge,
die erst relativ spät möglicherweise eintreten, die vor allem langwierig und sehr schwer zu heilen sind und entsprechend die Krankenkasse jede Menge kosten. Das ist also mitnichten in einen Topf zu werfen mit Leuten, die Verkehrsunfälle haben oder rauchen oder drogenkrank sind. By the way, hat ja Deutschland 3000 erst vor kurzem ein Video gemacht, dass die Raucher ja aussterben. Also diese Problemgruppe wäre ja dann wohl in Bälde, sagen wir mal, gesundheitstechnisch neutralisiert. Ihr sollt mir um Gottes Willen bitte nicht das Risiko von Fettleibigkeit verharmlosen. Es ist ein ernstes Thema und wenn man die Leute früh genug aufklärt, in was für eine Scheiße sie sich da selber reiten, wenn sie weiter so fressen, wie sie es aktuell tun, wenn sie fettleibig sind, dann ist das nur richtig und wichtig und es kann uns in der Tat eine Menge Geld sparen, wenn wir das rechtzeitig in großen Aufklärungskampagnen tun, dass die Leute auch etwas in ihrem Verhalten ändern können. Denn ja, fettleibig zu sein ist nicht gesund, nicht nur, dass es unästhetisch aussieht, sondern ihr sterbt früher oder habt zumindest das Risiko, dass ihr an richtig schweren Krankheiten erkrankt, die sich teilweise wirklich lange ziehen können und die euch auch aufs Übelste quälen können. Das ist einfach Fakt und das zu relativieren ist absolut unwürdig und ganz ehrlich, dafür, dass das hier ein öffentlich-rechtliches Format ist, wundert mich, dass das irgendeiner auch nur annähernd so abgenommen hat, weil das hat hier nichts mit Bildungsauftrag zu tun. Das ist Relativismus in Reinform und damit auch einfach wirklich gefährlich für die Jugend, die sich davon möglicherweise beeinflussen lässt. Aber gut, gehen wir nochmal weiter, was haben Sie sonst noch zu sagen? An Tagen, wo ich viel rumlaufe und am Abend die Füße wehtun, denke ich mir auch so, boah, komm, die 30 Kilo hätte ich gerne wieder runter. Wenn ich jetzt mit Freunden unterwegs bin, dann merke ich schon, dass ich schneller außer Atem bin als andere. Die Angst, dass mein Übergewicht sich irgendwann mal im Alter krass auf mein Leben auswirken kann, ist vorhanden. Dass ich mit meinem Sein Menschen Angst mache, in Anführungsstrichen, weil ich das verkörpere, wovor diese Menschen Angst haben. Auch wenn sie keinen guten Job haben, wenn sie keine hohe Bildung haben, wenn sie sich ungeliebt fühlen, können sie wenigstens noch sagen, ach, wenigstens bin ich nicht dick. Ich glaube, jeder muss selbst entscheiden, ab wann er sich dick fühlt. Ich glaube, das geht dann los, wenn man sich so richtig unwohl in seiner Haut fühlt. Nein, 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 aus. Ihr hört mir jetzt sofort mit dieser Relativismus-Scheiße auf. Das ist ja nicht auszuhalten. Das kann echt nicht wahr sein. Wir können das knallhart nachrechnen. Man ist nicht erst dann dick, wenn man sich dick fühlt. Wir haben dafür den BMI, der eben berechnet, ab wann ein Gewicht normal ist, wann es untergewichtig ist, übergewichtig und dann gibt's eben noch den Bereich Adipositas und starke Adipositas. Na, also man gibt dann sein Alter ein, sein Geschlecht, seine Körpergröße und sein Gewicht. Und daraus errechnet dieser BMI-Rechner eine Zahl. Wenn diese Zahl unter 20 liegt, hat man ein Problem, weil dann ist man untergewichtig. Liegt diese Zahl zwischen 20 und 25, ist man normalgewichtig. Liegt sie zwischen 26 und 30, ist man übergewichtig. Adipositas, also krankhafte Fettleibigkeit, liegt dann zwischen 30 und 40 und alles über 40 ist starke Adipositas. Ja, also das sind dann die wandelnden Michelin-Männchen. So, das kann man ausrechnen. Und klar, jetzt kann man sagen, manche liegen dann irgendwo so in der Grauzone. Wenn ich jetzt einen BMI von, sagen wir mal, 26 habe, aber ich bin aufgepumpt mit Muskeln oder was, dann kann man sagen, okay, da ist das vielleicht ein Sonderfall, dann ist das ein Grenzfall, ja, Muskeln sind schwerer als Fett. Ja, aber diese Werte sind in erster Linie da, um tatsächlich wirklich auch im medizinischen Bereich die Leute einteilen zu können. Und wenn man jetzt eher am oberen Bereich dieser Skala liegt, dann hat man allen Grund, sich zusammenzureißen und sein Gewicht zu reduzieren. Ich hatte es bereits eben gesagt, man kann sich die lustigste Scheiße mit Übergewicht einfangen. Es ist einfach so. Das ist ja nichts, was ich mir ausgedacht habe. Das ist medizinisch bestätigt und es ist ein ernstzunehmendes Problem in unserer Gesellschaft, dass viele Leute offenbar darüber noch nicht angemessen aufgeklärt sind, sondern dass die Leute meinen, sie können, bis sie 60, 70 oder 80 sind, fressen wie ein Scheunendrescher und immer fetter und fetter werden und es scheint sich irgendwie nicht für sie auszuwirken. Doch tut es. Bei den meisten Leuten rächt es sich ab einem gewissen Alter einfach dann, wenn sie zu fett sind. Ja, wenn man jung ist, merkt man es vielleicht noch nicht so, das ist einem einfach egal, aber irgendwann schlägt es zu und dann ist es umso bitterer, denn man kann etwas gegen Übergewicht tun. Klar gibt es wenige, die wirklich krank sind oder bei denen es aus irgendwelchen Gründen einfach nicht anders geht, als dass sie fett sind. Aber auch da gibt es mittlerweile Mittel und Wege, um diese Leute dann mit zum Beispiel einer Magenband-OP oder dergleichen einfach dazu zu bringen, Gewicht zu verlieren. Es ist wichtig, die Leute darüber aufzuklären, dass das geht. Euer Relativismus bringt uns in keiner Spur weiter, auch nur einen Zentimeter. Ihr belügt euch selber, ihr belügt die Leute um euch herum, damit sie euch nicht ins Gesicht sagen, wie ungesund ihr lebt. Es kann nicht wahr sein. Das ist wirklich
Ich verstehe es nicht. Ihr müsstet es doch besser wissen. Wieso belügt ihr euch und eure Umgebung? Die Wahrheit kommt am Ende ans Licht, wenn ihr beim Arzt seid. Seht es ein. Man macht den Fernsehen an, sieht die ganze Zeit diesen abnormal dünnen Menschen. Das ist das Bild, was wir permanent in unsere Augen geprügelt bekommen. Das müsste verschwinden. Jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, egal ob dick oder dünn, sollte sich im Spiegel angucken können und sagen können, okay, ich habe meine Kilos zu wenig oder ich habe meine Kilos zu viel und ich bin trotzdem schön. Meine Güte, ey, dieser Adrian war der Einzige, der für mich wenigstens den Anschein hatte, nicht ein komplett ideologisch verblendeter Vollidiot zu sein. Aber offenbar muss ich dieses Urteil wieder revidieren. Lieber Adrian, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Werbung oder Fernsehen geguckt hast, aber dir sind die sogenannten Plus-Size-Models oder die Oversize-Models ein Begriff, oder? Die in den letzten Jahren vermehrt auf unsere Bildschirme gezaubert wurden, genau weil euer Geplärre die Werbeindustrie derart beeinflusst hat, dass sie jetzt gemeint haben, oh, wir nehmen jetzt einfach ein paar Frauen, die ein bisschen zu viel auf den Hüften haben und bannen die dann auf unsere Fotoplakate, ja? Weil ja Kurven jetzt auf einmal wieder sexy sein sollen. Übrigens, wenn man sich diese Plus-Size-Models mal anguckt, dann haben die was gemeinsam. Nämlich, wenn man sich deren Gesicht anguckt, dann haben die etwas nicht, was sehr viele fettleibige Menschen haben. Nämlich ein Doppelkinn. Ja? Das heißt, diese Frauen haben zwar ein bisschen mehr Rundungen und ein paar Kilos zu viel drauf, aber sie haben immer noch ein Gesicht, als wären sie schlank, so wie die meisten ihrer Kolleginnen. Und ja, es ist absolut richtig, dass es in der Mode mal diesen perversen Trend gab, dass die Models immer leichter und immer dünner sein mussten. Und dagegen zu sein, ist auch vollkommen okay und dagegen bin ich genauso. Ich will nicht, dass sich Mädchen irgendwie bis auf die Knochen abmagern, um den Modeljob zu bekommen. Es ist schon richtig, dass etwas Masse an einem Mädchen dran sein muss. Aber dass Übergewicht jetzt plötzlich nichts mehr Negatives sein soll und man jetzt versucht, da krampfhaft mit Werbekampagnen irgendwie gegenzuarbeiten, damit dieses Bild aus dem öffentlichen Raum verschwindet, ist doch Quatsch. Ihr betrügt euch nur selber. Kapiert ihr das nicht? Ist das so schwer zu verstehen? Es ändert nichts. Und wenn wir alle Werbeflächen der Welt mit fetten Models zuballern würden, ihr wärt immer noch fett, ihr wärt immer noch unattraktiv und ihr wärt immer noch ungesund und am Ende des Tages würdet ihr wahrscheinlich mit 70 umfallen, weil euer Herz plötzlich sagt, nö, ich hab keinen Bock mehr, ich höre jetzt auf zu arbeiten oder weil ihr vorher an sonst irgendeiner lustigen Scheiße verreckt. Versteht ihr? Ihr tut euch nichts Gutes dabei, wenn ihr euch weiter selbst belügt. Ich werde jetzt in meinen Worten heftiger, als ich das eigentlich wollte, aber es macht mich wahnsinnig so, was diese Verdrängungstaktik ist einfach nur schädlich. Es ist nichts Erstrebenswertes daran, fett zu sein. Im Gegenteil, es ist etwas Erstrebenswertes, etwas gegen sein Übergewicht zu tun. Und das natürlich Ästhetik teilweise im Auge des Betrachters liegt, da würde ich durchaus zustimmen. Aber es gibt eben auch Grenzen des guten Geschmacks, wie man so schön sagt. Es gibt einfach Körpermaße, die fallen schon unter die Kategorie Fetisch, um es jetzt mal ganz radikal auszudrücken, ja. So jemand ist Kategorie Fetisch und so jemand, jeweils am anderen Ende des Body-Mass-Index-Spektrums, könnte man sagen. Ja? Es gibt einen gesellschaftlichen Konsens und der existiert nicht ohne Grund. Aber so viel jetzt mal dazu. Ich weiß auch im Übrigen jetzt nicht, wo das großartig etwas mit Fat-Shaming im Netz zu tun hatte. Ich glaube, es war 2 oder 3 Mal Maximum der Verweis auf die bösen Kommentare aus dem Netz. Die sind überhaupt nicht der Punkt. Ihr müsst etwas an euch verändern. Ihr könnt froh sein, dass Leute euch auf euren körperlichen Zustand aufmerksam machen. Klar kann man vielleicht sagen, ist das manchmal unhöflich formuliert. Aber es ist wichtig, dass man euch sagt, dass ihr sonst sterbt, wenn ihr so weitermacht. Ihr betreibt Raubbau an eurem eigenen Körper. Es ist im Prinzip die gleiche Qualität, wie wenn ich zu einem Kettenraucher hingehe und ihm sage, bitte rauche weniger. Du wirst in 10 oder 20 Jahren sonst ein Lungenkarzinom haben und daran verrecken. Sehr höchstwahrscheinlich. Oder wenn ich zu einem Alkoholkranken hingehe und sage, ey, wenn du dir weiter jeden Morgen einen Jack Daniels reindrückst, dann verreckst du irgendwann, weil deine Leber aufgegeben hat. Das ist nichts weiter, als sein Gegenüber auf medizinische Tatsachen aufmerksam zu machen. Wenn euch das in eurer Filterblase nicht passt, weil ihr euch nicht erinnern wollt, dass ihr eigentlich ungesund seid, dann ist das euer Problem und nicht das Problem der anderen Leute um euch herum. Ich muss jetzt wirklich runterkommen. Ich bin jetzt doch etwas heftiger in den meisten Ausführungen geworden, als ich das wollte. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber bei sowas werde ich einfach stellenweise emotional.
Wenn ich etwas nicht leiden kann, das ist Charakterschwäche und Selbstbetrug. Aber gut. Ja, jetzt ist es doch länger geworden. Jetzt sind wir doch wieder bei den 30 Minuten. Meine Güte. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was ihr über das Thema denkt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich wünsche euch derweil jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr das hier guckt. Das war jetzt einfach nur mal dringend notwendig und ich habe jetzt hier vielleicht auch gerade mal so ein bisschen Seelenhygiene betrieben und mir mal in dieser Kategorie hier mal meinen Frust von der Seele gesprochen. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich werde versuchen, das in Zukunft wieder etwas sachlicher aufzuziehen. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ansonsten macht's gut, Leute. Passt auf euch auf. Servus und ciao. Don't lose your head. Yeah.